Hey liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen atemberaubenden Folge A Plague Tale Innocence. Und ja, wir machen jetzt hier weiter mit Amicia und Hugo. Und in der vergangenen Folge ist ja einiges passiert. Wir haben ja so, wie es momentan aussieht, unsere beiden Eltern verloren. Auch wenn ich sagen muss mittlerweile, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob unsere Mutter auch tot ist. Vielleicht hat ja auch dieser eine Krieger auch diesen anderen Mann getroffen. Der wollte vielleicht unsere Mutter beschützen Amicia. und wurde dann erledigt. Vielleicht wurde ja unsere Mutter nur gefangen genommen. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Denn wir sind ja jetzt immer noch hier auf der Flucht. Und die Grafik hier einfach. Wunderschön sieht das aus. Vor allem hier so die Wälder. Wo Gefällt mir sind denn richtig nur gut. alle? Ja, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wo die Leute sind. Die sind bestimmt weg. Wegen den Kriegern, also diesen Rittern, oder wegen der Pest, um die es ja hier auch geht in dem Spiel. Ich werde auf jeden Fall auch mal hier ein kleines bisschen mich überall mal umsehen, weil es gibt ja auch noch Sammelobjekte und da möchte ich eigentlich mal sehen, dass ich vielleicht so die Die sind meisten. ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. So, finde. Und hier hinten geht's Oh, rein. Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber Nicht anfassen. Die sind alle verdorben. aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Ja, der gute Hugo. Er möchte auf jeden Fall was zu essen. Mal sehen, vielleicht finden wir ja dann auch irgendwo hier was Rauch, für ihn. da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Warum Was verstecken die haben Sie Leute denn sich? nur? Die waren ängstlich. Ich frage mich, ob die Angst haben vor uns. Verzeiht, ich bin die Tochter von Seigneur Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Ja, also hier wird uns jetzt bestimmt, denke ich mal, niemand die Tür aufmachen. Bis auf vielleicht diese eine Person, die wir suchen sollen. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ist da jemand? Hier gibt es nichts für euch. Schert euch weg! Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Mir auch nicht, Hugo. Mir auch nicht. Ist es halt alles sehr Sieh mal, da düster. hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Naja, es ist so eine gute Das Dorf Beziehung. ist verseucht. Zwischen den beiden gibt es ja noch nicht. Also so eine gute Bruder- und Schwesterbeziehung. Weil man merkt auf jeden Fall, die beiden, ja, vertragen sich nicht so gut miteinander. So richtig. Liegt aber auch daran, dass die beiden sich halt wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wir wissen es ja, dass sie sich niemals gesehen hatten, fast. Hugo wurde ja immer betreut, so gesehen, von seiner Mutter, die ganze Zeit lang, oben in dem Haus. Und Amicia, ja, sie hat halt andere Sachen gemacht. So, wir machen jetzt hier weiter. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Ich flehe euch an. Holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt
das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Was ist super. Los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Hier sind wir auch nicht sicher. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Oh. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Muss nur warten, bis Warte. Sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie. Hä? Nein, Mist. Was war das für ein Geräusch? Okay, Hugo, bleib hier. Bleib schön immer bei mir. Komm. Ich frag mich gerade, was die gemeint haben mit Musik. Irgendwas meint ja dieser Typ mit Musik. Nicht. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Bis dahin sind noch mehr. Wo? Schnell. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Los, kleiner da, Bruder. Die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wo sind die? Wo zum Teufel sind die? Sie verstecken sich in irgendeinem Loch. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Okay, ich sehe schon, was wir machen müssen. So, das schnell dorthin. Halt, und ich glaube, da liegt auch noch was. Ich muss noch mal hier Gut, hinschauen. Jetzt können wir raufklettern. Ja, ein paar Steine. Komm, aber wir haben schon genügend. Hoch. Ja. So, Kleiner. Gut. Okay, hier geht's nicht raus. Dort oben. Dort müssen wir bestimmt raus. Hier müssen wir bestimmt noch mal was davor schieben. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Okay, gut. Hilf mir beim Schieben! Na gut. So, jetzt schnell weitermachen. Mist, wir müssen ein bisschen mehr zur Seite hier. So. Gut. Und jetzt hoch, Kletter Hugo. Kletter hoch, ich helfe dir. Los, Kleiner. Fratz. Komm mit. Ich schaff dich sicher hier weg. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Oh, da oben. Oh nein, schnell, schnell. Ich bin Tom. Die Leiter, hochklettern, du zuerst. Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit. Sie kommt. Sie wird nicht halten. Nein, nein. Hab ich doch gesagt. Sie sind da. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Raufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Mist, schafft er das alleine, die zu schieben? Na los, komm schon. Okay, er schafft er. Ich hab auf jeden Fall die anderen dort. Gut gemacht. Die uns ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Oh. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich die Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Die kommen hier nicht lebend raus. Oh oh. Der Typ wird bestimmt gefährlich werden. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir
müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein... Hä? Okay. So, den locken wir da drüber. So. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Wir müssen dort hinten entlang. Gut. Und hier haben wir so eine komische Vase. Wisst ihr, wechseln wir das nochmal? Hier. So. So, das Ding da drüber. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Und jetzt schnell weiter. Los, Hugo. Gut. Oh, oh. Nicht schon wieder. Mist. Was jetzt? Jetzt kommen hier schon wieder welche. Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Los, rein. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Oh, können wir hier irgendwie zumachen? Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Komm, Amicia. Lauf. Ich kann nicht mehr, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Nein. Hier entlang. Habt keine Was? Angst. Kommt rein. Danke. Verdammt. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay, die Frau ist wenigstens nett und will uns hier helfen. Okay, dann nehmen wir uns jetzt oben erstmal ein bisschen neue Kleidung. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Wo flitzt er denn jetzt hin? Okay, wir sollen jetzt mit der alten Frau sprechen. Aber was haben wir denn dort noch? Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. So. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Claire. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren.
Hab Dank für die Hilfe. Das ist wirklich eine nette Frau. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. So. Dann holen wir uns mal diese Lederstreifen. Okay, ich denke mal, hier muss dann bestimmt Hugo durch. So. Gut, ich habe das Leder. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Okay, und hier können wir jetzt unser Zeug verbessern, so wie es aussieht, ja. Und reparieren. Gut. So. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Uiuiui. Hier gibt es noch für die ganzen anderen Sachen Upgrades. Tasche, Ausrüstung, Munitionstasche, Beutel, Bänder. Ja, so umschauen und so ist gut, wichtig. Ich sollte mich bei Clavie bedanken. Ja, und bedanken sollten wir uns auf jeden Fall. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Nein, das haut er auch noch ab. Hugo, komm zurück. Bleib stehen, Hugo. Was macht er denn? Sie hätte es ihm, wenn schon, oh nein, nicht so erklären sollen. Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Hier rüber. Ah. Mein Gott! Oh Gott! Hugo! Oh, wir sind hier ich in dem Bereich. Nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu! Nein, lass mich los! Es tut mir leid! Wo die Pest so sehr ausgebrochen ist. Nein, Hugo! Oh nein, nein, nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollten hier nur... Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Oh Mann, wir haben den Mann umgelegt, aber es musste sein. Halt, da lag was, glaube ich, oder? Okay, Hugo, ich komme! Wo bist du? Er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Okay, hier über die Mauer. Lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum musst du hierher kommen? Bitte, warum? Schwingt mich nicht! Das soll mich etwa umbringen? Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Ich bin... ein wenig eingerostet. Okay. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. So, na los. Oh nein. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Das ist dieser blöde Typ. Seine Schwachstelle ist auf jeden Fall der Rücken. Nein. Ah, ich wollte ganz knapp ausweichen, dass wir den dann angreifen können. Okay, also das ist gar nicht so einfach. Schnell! Bitte, ich will das nicht. Lass uns gehen. Zu spät. Lass sie.
Ich bin ein wenig eingerostet. Ach nein, jetzt sehe ich, wie es geht. Okay. So. Zack. So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Tut dir nicht weh! Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, zwing mich nicht, das zu tun, bitte. Dieser Typ ist ja komplett wahnsinnig. Das reicht. Bring dich her. Weiter so. So, na los. Nur der Tod kann mich aufhalten. Jawohl. Amicia! Du hast ihn getötet. Oh Mann, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass für sie das Ganze auch gar nicht so leicht ist, jemanden umzubringen. Das hat man auf jeden Fall jetzt gerade auch gesehen. Aber nun gut, sie ist ja auch noch ein Kind. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie alt sie ist. Hatte man das erfahren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber so alt ist sie auf jeden Fall noch nicht. Die tun mir auf jeden Fall leid, die beiden. Und ich bin gespannt, wo die Person ist, die wir jetzt hier suchen. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. Kann ja sein, die wurde erledigt. Schau, Amicia. Ich komme. Erkunde die Kirche. Okay, das tun wir dann, würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge von A Plague Tale Innocence. Und an der Stelle war es das erstmal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Haut rein und Tschüssikowski.